Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin heute an einem Ort, wie du vielleicht siehst, an dem es im Moment sehr still und friedlich ist. Ich bin nämlich auf einem Friedhof. Ja, und Leben und Tod liegen manchmal sehr nah beieinander. Und im Moment haben wir alle ja vielleicht auch das Gefühl, dass der Tod etwas näher rückt. Vielleicht für dich nur in Form von statistischen Zahlen, die du irgendwo siehst, aber vielleicht auch in deinem Umfeld, dass du mitbekommst, dass liebe Menschen sterben müssen oder dass liebe Menschen, Lieblingsmenschen von Bekannten sterben müssen. Und damit müssen wir alle klarkommen. Denn eins ist gewiss, sterben werden wir alle. Und gerade im Moment ist es vielleicht auch wichtig, das nicht zu verdrängen, sondern sich damit auch auseinanderzusetzen. Und vielleicht sich auch die Frage stellen, was wäre jetzt, wenn du wüsstest, dass du demnächst sterben müsstest? Gibt es vielleicht Dinge, die du noch nicht gelebt hättest? Gibt es vielleicht irgendwelche Entscheidungen im Nachhinein, die du anders getroffen hättest? Was könntest du jetzt noch machen, um wirklich das Gefühl gehabt haben, das Gefühl zu haben, gelebt zu haben? Gibt es vielleicht noch Menschen, mit denen etwas ungeklärt ist, mit denen du noch etwas bereinigen möchtest? Und ich denke, gerade wenn das Thema Tod so nah ist, ist es ein Anlass mehr, wirklich das Leben zu umarmen. Und dafür möchte ich eine kleine Übung noch machen mit euch. Dafür kannst du dich hinstellen, die Arme ausbreiten und dazu sagen: Ich werde sterben und vorher leben. Ich werde sterben und vorher leben. Ich werde sterben und vorher leben. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis morgen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.